Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted. Ich muss kurz den Sound lauter stellen. So, dann machen wir hier mal, ne? Dann gucken wir mal, was haben wir denn gemacht? Ich habe lange nicht mehr gespielt. Was haben wir denn? Case ist die nächste. Wir haben noch 0 Rennsiege. Wir haben noch nichts gemacht für sie. Okay, dann. Jetzt haben wir auch mehrere Rennen. Wir nehmen erstmal ein Sprint-Rennen. Und schauen mal, was da so geht. Und ich denke, ja, ein Sieg sollte drin sein im Rennen, ne? Müssen wir ja auch. Wir brauchen also Rennsiege und so weiter. Geht einfach mal weiter hier mit unserem schönen Porsche. Haben wir den eigentlich schon aufgetüt? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir noch da was zusätzlich machen können. Also müssen wir an die Physik gewöhnen. Wieder. Und an das Spiel generell so ein bisschen. Seit ich Driver gespielt habe. Ja, ja. Und das Spiel auch lange nicht mehr gezockt habe. Oh, da vorne kann man leider nicht rein. Schade. So, die ziehen mir gerade alle ein bisschen weg. Müssen wir nach dem Rennen auf jeden Fall mal gucken, ob unser Auto überhaupt noch auf dem neuesten Stand so ist. Von den ganzen Tuning-Teilen, die sogar noch dazu gekommen sind wahrscheinlich. Ja. Bisschen was fehlt uns da. Oh, das war nicht gut. Ja, da kommt wieder der Polizeipunkt durch. Ich kriege das gerade noch nicht so hin zu fahren hier vernünftig. Wenn wir wieder in diese Physik reinkommen von Nitro Speed. Mann, das geht ja auch nur geradeaus. Oder vorne ist Polizei, geil. Moin Leute. Na. Dass sie die anderen gar nicht entdeckt haben, naja gut. Ah, jetzt geht's endlich mal links. Ah, hier haben wir deutlich was gut gemacht. Da sind wir wahrscheinlich deutlich gut. Oh, ja, ja, das war zu früh eingelenkt. Und wir sind Zweiter? Ja, wir sind Zweiter, tatsächlich. Oh, wir haben eine Abkürzung verpasst. Scheiß Polizei, hat uns gerade ein bisschen Zeit gekostet. Leider ein bisschen viel. Alter, verpiss dich. Vier, der uns da vorne abzieht, der ist unglaublich. Vier ging. Oh. Fail ich hier auch noch beim Fahren. Ich glaube also irgendwie. Gibt es ein ganz großes Update, was wir noch nicht installiert haben. Möglich ist dies. Ich weiß nämlich gerade gar nicht mehr, was wir gemacht haben zuletzt in der Aufnahme. Ist schon ein bisschen her, wie gesagt. Hallo. Scheiß Auto geht doch mal schneller. Nein. Jetzt fail ich auch noch. Ja gut, ich glaube, das Sprintrennen können wir eben vergessen. Sofort zum Unterschub, ja, bevor wir hier nämlich noch da Polizeiverfolgung haben, machen wir das erstmal. Und gucken erstmal. Freie Fahrt, ja. Ich hätte gerne freie Fahrt. Wir sind direkt über beim Tuning Shop. Und einmal rin. So, Motor. Super Pro kriegen wir erst nach Case, also nach der nächsten. Da haben wir auch das Beste, was geht. Auch da momentan das Beste, was geht. Das dauert auch noch ein bisschen. Und haben wir hier Reifen. Sind schon die allerbesten überhaupt. Okay. Und Turbo. Oh. Hm. Also entweder ist unser Auto langsam und ich war gerade ziemlich langsam. Obwohl, warte mal. Ich will mal eben gucken. Was wir denn... Das Unterschlupf... Ne, wo sind wir denn gerade? Wir sind da, das heißt, wir fahren mal zu dem Autohändler. Einmal also mal gucken, ob wir vielleicht nochmal in ein anderes Auto investieren wollen. Kann man ja auch durchaus immer mal wieder mal tun. Weil der Porsche Cayman S, ja gut. Schönes Auto zwar, aber... Vielleicht nicht das leistungsstärkste. Oder war übrigens der Autohändler, wir sind eiskalt dran vorbeigefahren. Schön die Reifen wieder durchdrehen lassen. Und Rinder. So, mit dort gehen wir natürlich hier gar nicht ab. Mit Mitsubishi Eclipse, Audi, Super Clio, RX8, CTS, Mustang, Lancer Evolution, SL. Mercedes wollte ich ja schon immer mal, ne? GTO. Das ist der, den wir haben. Okay, der ist deutlich besser als der Mercedes. Also ich nehme mal eben das hier mal als Maßstab. Der hier ist schon mal besser. Wow, der Mazda X. Ach, der hat eine scheiß Beschleunigung.
Der ist geil. Aston Martin DB9. Kommt Viper, ist auch ein geiles Ding. Okay, der Gallardo. 111 Turbo, Corvette. Ford GT. Ja, da gibt es ja noch schöne Autos. Aber irgendwie muss das schon so reichen mit dem Porsche. Dann gehen wir eben sofort zum Unterschlupf. Und nein. Nein, hallo. Och. Blubububub. Mein Fehler, Entschuldigung. Blacklist, Rennen. Dann hauen wir halt erstmal Mautstellenrennen rein. So. Ich weiß zwar nicht, warum wir da gerade so ein bisschen unterlegen waren, aber ich glaube, irgendwie, ja, mal gucken. Wir fahren erstmal gegen. Okay, ich weiß gar nicht, was die für einen Wagen hat. Ich glaube, der hat sogar einen Mercedes, ne? Bin mir da gar nicht sicher. So, wir nehmen eiskalt hier diese Abkürzung. Fahren nämlich nicht durch den Tunnel, sondern fahren da irgendwie hier runter und dann so. War vielleicht keine so gute Idee, egal. Mautstellen rennen, naja. Oh, das war nicht so schlau. Ja, der Wagen hebelt ein bisschen aus. Das ist ja auch sehr, sehr flach, das Auto hier. Zwar ist dadurch das Handling umso besser, aber wenn es dann wirklich holprig wird, da kannst du den Wagen fast vergessen. So, 14 Sekunden haben wir noch, da vorne ist gleich die Mautstelle. 9. Mal gucken, ob ich mir vor Case noch einen neuen Wagen kaufen werde tun. Möglich ist es vielleicht, aber erstmal gucke ich, wie ich mit dem jetzt zurechtkomme. Vielleicht habe ich einfach eben nur scheiß gefahren, weil halt das Spiel lange nicht mehr gezockt und so. Ich kann mal eben dann jetzt hier mal die Zeit dazu nutzen, um über Need for Speed Most Wanted 2 bzw. die Neuauflage sozusagen zu quatschen. Ich weiß, ich habe mir jetzt sehr, sehr viel dazu durchgelesen, sehr viel dazu angeguckt, auch Gamescom-Berichte und Gamescom-Gameplays gesehen zu dem Spiel. Und irgendwie kriege ich immer mehr eine negative Meinung. Ja, ich war erst so voll begeistert, geil, der beste Need for Speed-Teil wird nochmal neu aufgelegt. Nochmal das geile Tunen, das geile Rennen fahren, nochmal durch die Blacklist kämpfen und so weiter und so fort. Aber umso mehr ich das Spiel sehe, umso mehr kommt es mir irgendwie vor wie ein. Naja, wie so ein Versuch, Need for Speed zu Burnout zu machen, ja. Immer mehr Zerstörung und so weiter. Ja gut, mit Spielzeugwagen, das war Zerstörung drin, war okay, aber dass man Autos mal Strecke rammt, gut, das war auch drin, aber nicht, dass sie dann kaputt zerspringen und so, dass das Ziel ist, weiß ich nicht. Und ob das von den Tuning-Möglichkeiten überhaupt her so bleibt, ja, von dem Aussehen besonders, das ist ja das, was Need for Speed eigentlich ausgemacht hat, so dieses optische Tuning mit dem, zusammen auch noch mit dem Leistungstuning. Leistungstuning wird es wahrscheinlich weiterhin geben, aber dieses optische Tuning, ich habe davon viele Trailer gesehen und ja, die wenigsten haben dann irgendwie ein optisches Tuning gezeigt. Also, da war halt das Auto so normal, wie es halt ist, ne? Und dann halt guckt man so optisch hier, wie das jetzt hier, da hat man ja Karosserie-Kit, Spoiler, was? Dachspoiler, Motorhaube kann man ändern, man kann die Farbe, man kann sich da verschiedene Sachen draufkleben oder was weiß ich, ja. Und das ist halt das auch, was Need for Speed Most Wanted so für mich zum Teil ausmacht. Neben der Story natürlich, die sehr geil ist, da weiß ich auch nicht, wie sie das da weiterführen wollen, weil man ist ja am Ende hier, ich will ja noch nicht zu viel verraten, aber man ist ja am Ende gegen Razer und so. Also ich bin da nochmal gespannt, ich weiß noch nicht, ob ich es mir sofort als Vollpreisspiel kaufen werde oder ob ich noch erstmal warte, wieso dann die allgemeine Präzision ausfällt, wenn es da ist. Ups, ich dachte, hier geht es gerade rum, aber doch nicht. So unnötig gebremst. Und dann werde ich mal gucken, ob ich es dann doch noch let's playe. Also da bin ich noch ein bisschen unentschlossen, kann man sagen. Wenn mir die Nase ein bisschen juckt. Oh. Mautstellenrennen sollten wir schaffen. Ja, einmal schnell ins Nitro rausgehauen und durchs Ziel mit 25 Sekunden Vorsprung. Läuft. Hey, kleiner Razer hier, du hast viele andere Fahrer fertig gemacht, um an mich ranzukommen. Sie hatten nichts mit deiner Sache zu tun und glaub mir, die meisten wollen, dass du dafür bezahlst. Denk dran, wenn du nach Rockport kommst. Okay. Ich werde auch noch viel, viel mehr Fahrer fertig machen. Wir fahren mal ein Sprintrennen nochmal. Schön im Regen. Ein Audi sehe ich da vorne schon zum Beispiel. Oh geil, ein Aston Martin und ein Golf.
Der Golf passt hier mal so gar nicht rein, aber okay. So. Uiuiui, und der überschlägt sich da. Da, ich würde sagen, scheiße, ne? Okay. Aber es wird jetzt wohl deutlich schwerer, irgendwie. Hier schneller zu sein als der Rest. Ich glaube, der Porsche ist auch nicht das allerbeste, der Cayman ist. Weiß ich gerade gar nicht. Inwieweit. Das ist auf jeden Fall dieser scheiß Aston Martin, der hat natürlich Power und Ende unter der Haube. Eieieiei. Und dann kommen noch meine Fahrfehler dazu. Das hier auf diesem Teil hier. Da ist es, glaube ich, besonders schwierig. Oh. Ja klar. Neue TT kann auch mit mir mithalten. Ich denke es auch. Ja, 36%. Aber bleibt noch deutlich was. Geht's wieder lange, lange geradeaus. Die Selbstgeschwindigkeitsparts sind, glaube ich, nicht unbedingt was für den Porsche. Da ist der Aston Martin wahrscheinlich deutlich besser. Ja, wahrscheinlich ist er. Und auch der Golf, lol. Warum ist der Golf so gut? Ich wollte gerade fast reindenken. Warum ist das nicht dasselbe, was ich eben schon gefahren bin? Ne, ist es nicht. Oder? Ach, egal. Oh Mann, und ich verkacke hier auch noch. Das beim Fahren verkacke ich nämlich auch nochmal zusätzlich. Das ist natürlich nicht so gut. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Golf da vorne mal langsam kriegen. Scheiß Golf. Ich glaube, eins der meistverkauftesten Autos überhaupt, aber gut. Sollte man da sich meinen Regeln zu beugen. Hallo. Warum fährt er mir so weg? Ey, das ist unlogisch. Ein Golf gegen den Porsche. Irgendwas läuft da nicht so richtig, glaube ich, bei dem Porsche. Der Golf dürfte eigentlich gar keine Chance haben. Allein schon, wie scheiße der aussieht. Na super. So, ja. Unten lang, also ich glaube, den Golf kriegen wir schon fast gar nicht mehr. Der haut uns hier aber mal ein richtiges Fund rein. Ja, der ist mal übelst übertrieben overpowered, würde ich sagen, ne? Leicht unlogisch ist das schon. Also ich meine, ein Golf, der zieht uns, Lightning zieht uns 200 und mehr Meter weg. Obwohl der eigentlich überhaupt nicht schneller sein dürfte. Ja, klasse. Beenden. Der dürfte gar nicht so viel schneller sein. Farman Drake. Du musst ein Messer einfach reingewinnen, bevor du den nächsten Gegner... Achso. Das war die falsche Taste, um das Drag Ran auszuwählen. Auch der Porsche ist auch dabei, den wir auffahren. Ich muss gerade erstmal überlegen, wo ich den Schalten hingelegt hatte. Geil. Ja, genau, fahr dem auch noch rein. Das hast du sehr schlau gemacht. Na los. Gut geschaltet, nochmal.